Da ist sie, Saret. Die freie Stadt Steinhelm. Treffpunkt von Geld und Magie. Liefert den Kristall bei Minilac ab, dann können wir uns auf den Weg machen. Das hoffe ich, es war ziemlich langweilig. Wir sollten zurück in die Stadt. Da sind wir sicher. Je weiter, desto besser. Aber wir leben hier. Wenn ihr nicht schneller fahrt, sind wir verloren. Die Nekromanten sind unterwegs. Nekromanten? Die hat Fenric gar nicht erwähnt. Meister Fenric verrät selten alles, was er weiß. Heil dich, drinnen sind wir sicherer. Ich lasse nicht zu, dass irgendetwas Untotes die Bettwäsche meiner Großmutter spielt. So, was du in 5 Minuten zusammenpacken kannst. Lass die Ruhe. Warum diese untoten Teufel sind noch nicht hier. Schön, kümmere dich um das Tor. Sag Lord Menelag und dem Rat, dass die Tore geschlossen sind. Was wollt ihr hier? Ich bin der Gesandte von Meister Fenric und habe eine Nachricht für den Zauberer Menelag. Das heißt Lord Menelag. Habt ihr einen Beweis? Wir sind diese Tage ein wenig argwöhnisch gegenüber Fenric. Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Dann lasst es mich sehen. Auf besonderen Wunsch von Lord Menelag. Da ist sein Siegel. Willkommen in Steinhelm. Wir bringen euer Pferd zu einem Stall, wenn es euch recht ist. Natürlich. Könnt ihr mir sagen, wo ich Menelag finde? Gewiss, mein Herr. Ihr geht bergauf bis zum... Was ist das? Kommt rein, schnell! Sie sind da! Sie sind wirklich da! Was macht ihr jetzt? Lauf! Vorausgehen. Ich wünschte, er würde aufhören, mich so zu nennen. Hier da! Ich brauche einen Mann für die Balliste. Folgt mir! Schieß weiter! Jetzt oder nie, Saret! Du musst ihn töten! Geschafft!
geschossen mit der Balliste, Fremde. Gute Arbeit, mein Freund. Aus euch könnte noch was werden. Keine Zeit zu reden, tut mir leid. Wenn Sie das tun, sitzen wir in der Falle. Wir brauchen Sie Gewissen. Das bezweifle ich. Gule können nicht gut schwimmen. Was machen wir mit den Leichen, wenn sie den Nekromanten in die Hände fallen? Vielleicht müssen wir die Nekropolis öffnen. Pass da drüben auf. Sie haben Skelette über die Mauer geschossen. Und was geschah dann? Die meisten sind beim Aufschlag zerschellt. Das ist eine ziemliche Qualerei. Aber nicht, wenn sie nicht falschen. Denn ich sage euch, die Straßen sind nicht sicher. In der Stadt könnte es von Spionen der Nekromanten wimmeln. Bin gleich bei euch, Junker. Sie verkaufen hier offenbar nicht nur Bier. Kümmer dich nicht um sie, Saret. Sie ist unwichtig. Die Sachen werden nie mehr sauber, nie mehr sauber. Was man über die Größe des Eingangstores eines Mannes sagt.
Das Große hier muss Menelag gehören. Ich hoffe, er wurde nicht vor der Mauer erwischt. Weißt du, was man über die Größe des Eingangstores eines Mannes sagt? Das Große hier muss Menelag gehören. Er wurde nicht vor der Mauer erwischt. Verzeihung. Oh, ihr müsst der Gesandte sein. Seid unser Gast. Bis dann, Garth. In Ordnung. Ich bin im Auftrag Meister Fenriks hier, um den Zauberer Lord Menelag zu sprechen. Ihr müsst Zareth sein. Ich habe mir schon Sorgen um euch gemacht, wenn auch grundlos. Mein Onkel sagt, ihr hättet geholfen, einen Zyklop zu töten. Oh, Verzeihung. Ich bin Lerna, Menelags Nichte und Schülerin. Nichte? Schülerin? Mein Onkel wird so erfreut sein, euch zu sehen. Aber ihr werdet euch vor dem Abendessen frisch machen wollen. Bitte folgt mir. Mit Freuden. Ich meine, ja, ausgezeichnet. Wachen! Bitte öffnet das Fallgatter! Ja, Milady. Wir hatten ein Fest zu euren Ehren vorbereitet. Zurückkommen. Willkommen im Haus von Menelag. Also ihr seid Zareth. Gut euch zu sehen, Junge. Angesichts der Nekromanten vor der Stadt, passt auf damit, war ich schon besorgt. Ihr habt, glaube ich, den Chantiri-Kristall. Natürlich habt ihr ihn. Gut. Ich nehme ihn besser in sichere Verwahrung. Morgen segeln wir mit ihm, Vorsicht mit der Suppe da, zur Tempelinsel, dem Aufbewahrungsort des Schädels der Schatten. Soll Arant hier seine Truppen gegen die Mauern werfen? Wir sind fort und besiegeln sein Schicksal. Nehmt Arant hier nicht so leicht, Onkel. Es gibt Gerüchte, er sei der dunkle Messias. Ach, dummes Zeug, Mädchen. Wir drei wissen das besser. Aber die Zeit ist richtig für die Prophezeiung. Ich kümmere mich um staubige alte Prophezeiungen. Du kümmerst dich um die Reise. Du hast schließlich die Leitung. Natürlich, Onkel.
Gute Nacht. Auch für euch, Sarit. Bitte sag mir nicht, dass du dieses Verhalten süß findest. Hör zu, Junge. Ich weiß, warum ihr wirklich hier seid, aber Leana nicht. Und so soll es bleiben. Fenriks Angelegenheiten berühren Sie nicht. Verstanden? Wovon redet ihr? Vielleicht wisst ihr es nicht. Und das ist wohl auch gut so. Die Diener werden euch das Gästehaus zeigen. Schlaft ein wenig, Held. Wir segeln mit der Morgenflut.